Adi Schatz, alles Gute. Im Busch, Alter. So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar haben wir wieder mal einen Senftest, ne, inspiriert vom Kesto. Könnt ihr mal gucken bei Google Kesto, der jetzt die ganzen Altenburger Senfs getestet hat oder immer noch testet. Ich weiß nicht, wann das hier online kommt. Habe ich gesehen, ich habe auch aus euren Fanpaketen etliche verschiedene Senfs und Senfsoßen bekommen. Und die möchte ich mit irgendwas verbrauchen, also habe ich mir auch Weißwürste besorgt. Beide von der Firma Zimmermann. Haben wir nämlich einmal die hier in der Packung Zimmermann und die in der Dose Zimmermann. Die sind teurer, die sind mehr Gramm, die sind größer, dicker, praller, wie das der Kesto halt so mochte in seinen Videos. Aber hier steht ganz viel cooler Text drauf, aber die werden wir heute nicht machen. Wir werden wieder mal eine Dose machen, damit die weg ist. Und gleichzeitig gibt es heute Feigen-Senfsoße, was wahrscheinlich im Prinzip wie Marmelade ist und ihr es vielleicht einfach auf euer Frühstücksbrot schmiert und es vielleicht gar nicht zur Wurst passt. Aber auf der anderen Seite isst man ja zur Weißwurst immer süßen Senf und das ist durch die Feigen ja bestimmt auch süß, aber halt Feigen-Senfsoße, ideal zum Käse steht hier sogar noch drauf, von der Firma 1A. Das halten wir also kurz mal fürs Thumbnail hier so rein. Die Feigen-Senfsoße. Könnt ihr auch mal aufmachen. Mal kurz schauen, ob die noch gut ist. Ja, das riecht auf jeden Fall sehr muffig. Also Adi hat auch keinen Bock drauf. Adi, gell? Das ist Feigen-Senfsoße. Sieht aus wie irgendwie eine Art Honig. Fließt auch wie Honig. Riecht irgendwie sehr säuerlich. Wird die Senfnote sein, gemischt mit diesem komischen Feigengebambel. Die Dose hier machen wir aber jetzt auch auf. Werden euch wieder zeigen, wie wir den Topf draufknallen. Ich habe das ja beim letzten Mal so schön gemacht. Wasser rein, also das Wurstwasser rein, dann richtiges Wasser rein. Und dann, sobald es anfängt und blubbern möchte, ihr seht das ja am Boden, schnell runter und in diesem Wasserbad, nicht kochen, diese vier dicken, prallen Würste dann einfach vor sich hin gammeln lassen. Alter, guckt euch den Text an, aber da werden wir irgendwann noch dazu kommen. So, ich habe das beim letzten Mal so kompliziert gemacht. Ich habe zwar von diesen Würsten das Wasser hier reingeschüttet und die Würste haben ewig festgehangen. Ich habe dann diesen Topf genommen, unter das Wasser gehalten, aber irgendwie, wenn die gleiche Menge, wie da drin war, hier nochmal rein soll mit normalem Wasser, könnt ihr doch einfach das Wurstbecherlein unter das Wasser stellen. Das einfach mit Wasser auffüllen. Und wenn das jetzt voll ist, habt ihr doch jetzt genau die gleiche Menge Wasser, die wir auch hier reinfüllen. Und die Wurst bleibt immer noch drin, das ist sehr schön. Da müssen wir dann wieder 2 Jahre gucken, wie wir die rauskriegen. Da die eine hat schon Bock, ist aber gar keine Bockwurst. Und wenn das jetzt hier aussiedet, dann schmeißen wir die Würste rein. Was ist denn hier schon wieder los? So, das Siedewasser ist jetzt hier rüber gehuscht, das haben wir jetzt fix ausgemacht. Das dampft jetzt eigentlich, ich weiß nicht, ob man dann sieht, wenn ich so mache, sieht man das. Wir müssen jetzt diese Würste hier reinpacken, da fliegt gleich der Deckel weg. Mal gucken, ob das heute besser klappt, da hängen sie schon raus, sieht aus wie ein Kuhäuter und da liegen sie drin, herrlich, so muss das aussehen. Die müssen jetzt da drin liegen. So circa 10 Minuten. 10 Minuten da drin liegen und vor sich hin schimmeln und dann sind die theoretisch auch schon, Mann, fertig zum Verzehr. Ihr kennt ja die ganze Prozedur. Den muss ich aber nochmal irgendwie unter Wasser drücken. Bruder, geh da rein unter Wasser. Was machst du da? Schneid die Nabelschnur durch. Du darfst nicht da oben sein. Ja, egal, das wird schon werden, dann ist das ist halt dann die Mama, so. So, die Weißwürste sind jetzt wahrscheinlich fertig. Die sind mit feinstem Dill verfeinert und die riechen auch nach nasser Hund. Also jetzt weiß ich, wenn die Leute mal daran riechen vorher, dass sie sagen, das ist eklig und die wollen das nicht essen. Hier ist jetzt der Bottich. Wir stellen das jetzt mal ein Stück hier raus und wollen uns jetzt mal... Eigentlich wollen wir uns eine nehmen. Ich habe mir 2 Scheiben Toast mit dazugelegt. Hier ist eure Feigen-Senf-Soße für Feiglinge. Und diese Wurst.
oder auch nicht. Diese Wurstkette. Warum ist das so? Bruder, lass mal los hier. Legen das jetzt mal hier hin. Dann ist es halt jetzt das Ganze. Nein, wir nehmen uns eine ab. Wir nehmen uns eine ab. Der Rest wird ja sonst kalt. Das ist ja noch was. Die Mama ist ja heute da. Die soll das doch auch mal probieren. Deswegen können wir nicht einfach alles essen. Die ganzen vier Würstchen mit einmal. Wir haben jetzt also diese eine Wurst. Das hat der, guck so, das musst du so machen. Hier habt ihr die Feigen-Senfsoße, wo wir jetzt mit unserem Messerchen reingehen. Und theoretisch habt ihr jetzt Marmelade. Das weiß ich, ob man das als, ob man das trotzdem als Senf zählen kann. Obwohl dieser süße Senf, der ist ja auch so grobkörnig. Der schmiert auch so rum, glaube ich. Hey, du kaust die ganze Zeit auf irgendwelchen Zuckerkristallen rum oder so. Fühlt sich das an? Ich glaube, das sind Senfkörner, auf denen du eigentlich rumkaust, aber es gleichzeitig so süß ist, dass du dann denkst, es sind Zuckerkristalle, obwohl Senfkörner sind. Es hat auf jeden Fall eine besondere Konsistenz. Ist ein bisschen wie Kaviar sogar. Jo, also süßliche Note ist da. Man merkt ganz leicht die Senfnote, aber für den richtigen Senf wäre mir das jetzt nichts. Da brauche ich andere. Wie gesagt, ich habe auch immer noch den Jalapeno-Senf, der wahrscheinlich mein Favorit sein wird. Immer das letzte Stück davon. Das würde ich jetzt wahrscheinlich wirklich einfach zum Frühstück so als Brotaufstrich nehmen. Statt Honig auf dem Toast, esst ihr dann halt Feigen-Senf-Soße auf den Toast. Wir haben wieder die Haut nicht abgemacht, weil das eine zu sehr Bibelarbeit ist. Hä, die Bibel? Ich mache diesmal das Schmierige hier an den Toast. Mhm. Wurst. Wir können uns nämlich immer noch keine Brezeln leisten. Das frage ich dann mal, ob die Mama das mithaben möchte, weil die isst nämlich gerne Marmelade. Da hat sie jetzt eine würzige Marmelade für die Mama, die aber trotzdem jetzt nicht wirklich scharf ist. Also, habt ihr das schon mal probiert? Eine Feigen-Senf-Soße? Würdet ihr das gerne mal probieren? Ich weiß leider nicht, wo es her ist. Wurde mir geschickt von der Firma 1A. Ansonsten würde ich sagen, das ist von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, peace out. Vorhaut, euer Ramses. Mmh.